Eigentlich wollte ich mich heute um den Pflaumenbaumschnitt kümmern. Aber meine Obstbauexpertin Monika Möhler hat gemeint, das macht erst nach der Ernte Sinn. Meine Pflaumen sind noch nicht reif, also habe ich mich stattdessen mit meinem Erfurter Gemüseexperten vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau verabredet, Martin Krumbein. Hallo, Herr Krumbein. Hallo. Ist schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Schauen Sie mal, ich habe hier ein neues Werkzeug erstanden. Das nutzen die Biogärtner anscheinend. Und da habe ich gedacht, das ist doch vielleicht auch das Richtige für mich. Aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich damit machen soll. Da dachte ich, Sie wissen das doch bestimmt. Ja, es ist ein Sauzahn, also ein Werkzeug zur groben Bodenlockerung. Aber für Bodenbearbeitung, da nehme ich doch normalerweise hier Spaten, Gabel. Was ist da jetzt der Unterschied dazu? Ja, der wesentliche, wichtigste Unterschied liegt darin, dass man mit diesen herkömmlichen Bodenbearbeitungsgeräten, Spaten und Grabegabel, eine wendende Bodenbearbeitung macht. Im Herbst, die sogenannte Herbstfurche. Also ich grabe um. Gräbt um, holt das untere zu oberst. Die Schichten wechseln sich. So, und im Gegensatz dazu ist dieser Sauzahn ein Bodenbearbeitungsgerät, das zwar auch tief wirkt, aber nicht wendet, sondern nur eben Drillen in den Boden zieht und die Schichten bleiben so, wie sie sind. Und der Vorteil aus Sicht des Bioanbaus ist, dass die intensiv mit Bodenmikroorganismen durchwachsende oberste Bodenschicht da bleibt, wo sie ist. Und nicht nach unten verfrachtet wird, wo ein Teil der Mikroorganismen abstirbt und sich erst wieder neu etablieren muss. Ach, die Biogärtner wollen also nicht alles durcheinander bringen, sondern die wollen das so behalten, aber trotzdem den Boden lockern. Und dafür wäre das gut. Genau. Und wie wende ich das jetzt an? Kann ich das mal kurz ausprobieren? Da drüben habe ich doch schon ein bisschen freies Beet. Ja. Also wie würde das jetzt gehen? Da mache ich jetzt das wirklich tief so reinziehen, ja. Richtig tief rein. Ah, oh, das geht ganz schön schwer, die ganze Sache hier. Ja, der Unterboden ist jetzt ziemlich hart, weil er trocken ist. Denn wir sind jetzt im Hochsommer in der Phase, wo wir jedes Wasser brauchen. Und mit diesem Gerät und der starken Bodenbearbeitung nach unten lässt man das Wasser eigentlich schneller versickern und dadurch macht man das Problem eigentlich noch größer. Deswegen diesen Einsatz nicht im Hochsommer, sondern im Herbst, wenn die Böden gut durchfeuchtet sind. Dann kommt er jetzt wahr, ne? Na, dann muss der Sauzahn noch warten, bis zum Herbst. Ich musste auch lange warten bei meiner roten Rübensaat, dass da mal was aus der Erde kommt. Aber mehr als das hier ist nicht passiert. Ganz im Gegensatz dazu haben sich die gepflanzten Setzlinge wunderbar entwickelt und zeigen auch schon dicke Rüben. Aber Martin Krumbein hat mir ja schon oft erklärt, dass man beim Säen einfach immer hinterher sein muss mit Gießen, Hegen und Pflegen. Deswegen freue ich mich besonders, dass die Bohnen, die wir letztes Mal zusammen in die Erde gelegt haben, so wunderbar gediehen sind. Das habe ich gelesen, man soll die anhäufeln, die Buschbohnen. Ist das so gemeint wie bei den Kartoffeln? Ja, bei den Kartoffeln wird es gebraucht für die Ertragsbildung, für die Knollen. Bei den Buschbohnen macht man es, um die Standfestigkeit zu verbessern. Und durch den angehäufelten Wurzelraum können sich mehr Knöllchenbakterien ansammeln, die für die Buschbohnen eine ganz wichtige Stickstoffquelle sind. Und das funktioniert so. Durch das Anhäufeln können sich an den Stängeln der Buschbohne zusätzliche flache Seitenwurzeln bilden. Dadurch wird sie stabiler und kann Wasser und Nährstoffe besser aufnehmen. An den neuen Wurzeln siedeln sich dann weitere Knöllchenbakterien an. Zusammen mit der Pflanze bilden sie aus dem Luftstickstoff kleine Stickstoffknöllchen an den Wurzeln und düngen damit die Pflanze. Wenn nach der Ernte alles untergegraben wird, steht der Knöllchenstickstoff als natürlicher Dünger dann auch für nachfolgende Pflanzungen zur Verfügung. Knöllchenbakterien sind also gut für meine Pflanzen. Das ist aber nicht mit allen Mikroorganismen so. An meinen Kohlrabi hat sich was rangemacht, was man lieber nicht im Garten haben will. Ja, guck mal, was ist das? Ja, das sieht schlimm aus. Eine Pilzkrankheit, eine Weichfäule, wahrscheinlich Erwinia. Ja. Das hat die ganzen Knollen jetzt zu matschigen Klumpen gemacht. Machen Sie es bitte raus, sofort. Sofort raus? Ja, das steckt die anderen wahrscheinlich auf an. Auf jeden ja. Fall. Das sind ganz hoch ansteckende Pilze. Was man sieht, ist, dass die beiden geplatzten Knollen diese Fäule gekriegt haben, weil das innere Gewebe des Kohlrabis natürlich viel weicher und wasserhaltiger ist als die Außenschale. Und deswegen ist da die Infektion passiert. Ah, weg damit. Zum Schluss habe ich noch eine Frage zu meinem sehr schön gediehenen sibirischen Kohl. Das seltene Saatgut hatte ich ja von einer privaten Samentauschbörse bekommen. Und weil das so toll gediehen ist, habe ich gedacht, vielleicht könnte ich hier auch ein paar Samen ernten, weil ich das ja nicht im Gartenmarkt kaufen kann. Mhm. Da würde ich das eine oder andere schießen lassen, so wie ich das hier drüben beim Salat schon mal gemacht habe. Geht denn das so einfach, Samen zu ernten von irgendeiner Pflanze in meinem Garten? Ja, das geht prinzipiell schon.
Sie müssen wissen, ob es eine Hybridsorte ist oder ob es eine samenechte Sorte ist. Okay, können Sie also nicht irgendwas Gemischtes? Genau. Ja. Wie kriege ich denn das raus, ob das eine Hybrid- oder eine samenfeste Sorte ist? Also an der Pflanze können Sie es nicht erkennen. Sie können die Information nur von der Saatguttüte nehmen, denn da steht drauf, was eine Hybridsorte ist. Und wenn ich das also nicht weiß, nicht rauskriege, die Saatguttüte nicht habe und ich probiere es einfach trotzdem aus, was könnte da passieren? Ja, da kann eigentlich nur passieren, dass Sie ein großes Mischmasch an Pflanzen haben, die unterschiedliche Eigenschaften haben und Sie vielleicht enttäuscht sind von dem Ergebnis. Oh, das wäre natürlich schlecht. Dann behalte ich jetzt immer die Samentütchen. Dankeschön für Ihre Tipps. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss, Herr Heiß. Okay, tschüssi. Und so bleibe ich weiterhin heiß auf Gemüse.